Herzlich willkommen bei Overland Experience. Mein Name ist Alan und in diesem neuen Video geht es darum, wie du die 12 häufigsten Offroad- und Anfängerfehler vermeiden kannst. Grundsätzlich ist ja Offroad-Fahren ein wahnsinnig schönes Thema. Man fährt raus in die Natur, man hat viel Spaß. Doch gerade wenn man anfängt, gibt es so einige Dinge, die passieren können, gerade am Anfang, mit denen man vielleicht nicht rechnet. Und in diesem Video soll es gehen, wie man diese Fehler vorbeugt und vor allem, wie man dadurch auch eine schöne Zeit beim Offroad-Fahren hat und auch sicher wieder nach Hause kommt. Und wenn dich das Thema interessiert, dann bleib dran. Und wir legen gleich los mit dem Fehler Nummer 1. Und hier geht es um das Thema alleine fahren, alleine losziehen. Und wenn man sich ein Allradfahrzeug kauft, ein 4x4 und beabsichtigt, damit auch Geländefahrten zu machen, dann ist es immer schlau, mit jemandem anderen unterwegs zu sein. Und das Ganze ist nicht nur schlau aus Sicherheitsgründen, wenn man zum Beispiel mal feststeckt, ja, sondern es ist, glaube ich, auch deswegen gut, weil man einfach Erfahrungen austauschen kann. Denn es gibt Leute, die hier beim Offroad-Fahren einfach schon wesentlich mehr Erfahrung haben als jemand, der ganz neu in dem Bereich ist. Und von diesen Leuten kann man viel lernen. Also viel lernen über die Technik, viel darüber lernen, wie man die richtige Line findet, also wie man was richtig fährt, wie man sein Allrad richtig bedient. Und all das sind so Dinge, die man eben nur dann lernt, wenn man mit anderen Leuten unterwegs ist. Und das ist nicht alles, sondern dazu kommt ja noch, dass es auch viel mehr Spaß macht, mit jemandem anderen unterwegs zu sein. Deswegen ist meine Empfehlung, wenn ihr Allrad fahren geht, ja, und das ist ja das Ziel, wenn man sich ein Offroad-Fahrzeug kauft, dann sucht euch jemanden, der mit euch gemeinsam loszieht, der mit euch gemeinsam fährt. Und es gibt mittlerweile in Facebook, aber auch generell in Deutschland ganz viele Clubs, wo man sich lokal anschließen kann, um mit den Leuten eben gemeinsam Offroad fahren zu gehen. Und das ist auch meine absolute Empfehlung und mein Tipp Nummer 1 im Bereich, was sollte man am Anfang vermeiden. Kommen wir zum zweiten Hauptfehler, den viele Anfänger begehen. Und zwar ist es, nicht zu wissen, wie man sein Allrad richtig bedient. Und hier ist es so, dass man im Regelfall ja weiß, in der Fahrschule lernt man als Beispiel, wie man eine Gangschaltung bedient oder vielleicht auch, wie man Automatik bedient. Und bei den meisten Offroadern ist es so, dass man noch zusätzlichen Hebel hat oder weitere Offroad-Funktionen. Da spreche ich speziell wirklich von den Sperren und auch der Geländeuntersetzung. Und viele wissen vielleicht, dass es Sperren und Untersetzung gibt, aber sie wissen in vielen Fällen auch nicht, wann man sie einlegt. Und hier ist es immer empfehlenswert, möglichst früh seine Untersetzung einzulegen und eben die Sperren. Denn es macht viel mehr Spaß, in der Untersetzung zu fahren und man hat einfach auch in den wichtigen und richtigen Momenten einfach auch ausreichend Drehmoment. Und vor allem bei Handschaltern ist es so, macht man damit sein Allrad nicht kaputt. Deswegen ist meine Empfehlung, erstens lernen, wie man ein Geländegang einsetzt und wann man ihn vor allem einsetzt. Und ich glaube, hier ist es auch, wenn wir noch zurückblicken auf den ersten Punkt, wichtig, auch von Leuten zu lernen, die schon länger im Offroad-Business unterwegs sind. Kommen wir zu Punkt Nummer 3. Für viele von euch ist so ein Allradfahrzeug ja deswegen da, weil man damit auch Spaß haben will. Und das ist auch gut und wichtig und hat auch seinen Platz. Und häufig nimmt man ja noch zusätzlich Menschen mit, zum Beispiel Familienmitglieder, Freunde, Freundinnen, Ehepartner, Ehefrau, Ehemann. Kommt ganz drauf an. Wir hatten schon sehr häufig die Situation, dass die Leute, die da mitgefahren sind, gesagt haben, naja, das war mir jetzt alles so hart und heftig, ja, ich mache nie wieder Allrad mit. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn man neue Leute zum Allradfahren mitnimmt und vielleicht selber noch nicht ganz so erfahren ist, dass man wirklich erstmal auch entspannte Trails fährt und sich auch langsam mal rantastet, weil das Ungünstigste ist immer, wenn dann der Beifahrer sagt, naja, also das fahre ich jetzt nicht mehr mit, da steige ich lieber aus und lauf. Und einfach auch, ja, zur Liebe der Familie gegenüber oder der Mitfahrer empfehle ich euch, fahrt erstmal auch entspannte Sachen, fahrt Dinge,
wo die Mitfahrer einfach auch Spaß dran haben oder wo auch die Mitfahrer dann mal Fahrer werden können, um sich an dieses Thema auch mal ranzutasten. Das heißt, hier einfach die Mitfahrer zu überfordern, ist einfach nie gut. Deswegen achtet ein bisschen drauf, dass ihr von vornherein nicht gleich die härtesten Trails fahrt, die es da draußen gibt. Es gibt viele schöne Trails und Tracks, die haben eine wundervolle Aussicht. Ja, sowas kann man ja auch mal fahren. Es muss nicht immer gleich die technische Passage sein oder die 3 Meter tiefe Wasserdurchfahrt, sondern fangt erstmal mit entspannten Sachen an, vor allem wenn ihr neue Leute mit dabei habt. Machen wir weiter mit Punkt Nummer 4. Und hier geht es um wichtige Ausrüstung beim Offroad-Fahren. Und da spreche ich nicht zufällig von der Markise oder ich spreche auch nicht von irgendwie dem Dachzelt. Das sind alles Dinge, die kann man sich später mal besorgen. Ich spreche von wirklichen Basic-Sachen und das sind folgende Dinge. Für mich sind das eine Erste-Hilfe-Kit, das ist für mich ein Feuerlöscher und das ist für mich Bergematerial. Und das sind Dinge, die in meinen Augen in jedes Allradfahrzeug reingehören. Fangen wir mal an beim Erste-Hilfe-Kit. Und es gibt viele Fahrzeuge, die haben keinen serienmäßiges Erste-Hilfe-Kit, wenn es alte Fahrzeuge sind. Bei den neuen ist es ja mittlerweile Vorschrift. Ja. Und klar, natürlich hat man da dann ein kleines Erste-Hilfe-Kit, ein gesetzlich vorgeschriebenes drin. Ich empfehle aber wirklich ein größeres Erste-Hilfe-Kit zu kaufen und das ist ganz wichtig, sich mit dem Erste-Hilfe-Kit mal vertraut zu machen. Denn wenn man so ein Ding aufmacht, dann stellt man fest, dass da ganz schön viele Sachen drin sind. Und hier die richtigen Dinge zu finden in der richtigen Situation ist gar nicht so einfach. Die nächste Sache ist der Feuerlöscher. Und ich hatte mal eine Tour, die war in Frankreich und da hatte ein Tourenteilnehmer eine Batterie mit dabei, also eine Autobatterie, hinten im Kofferraum als Zusatzbatterie noch irgendwie reingebaut. Und auf diese Zusatzbatterie ist irgendwas draufgeflogen, was am Ende geleitet hat, ein Blech oder was ähnliches. Und obendrauf war dann das ganze andere, ich nenne es mal Geraffel, also das ganze andere Gepäck. Und das ist verrutscht und hat die beiden Pole kurz geschlossen. Und dann hat es tatsächlich im Auto begonnen, Gott sei Dank, nur zu qualmen. Aber so schnell, wie dieses Auto ausgeräumt wurde, das habe ich noch nie gesehen. Deswegen, es kann immer zu einem Brand kommen. Und wenn man auch alleine nur in einer trockenen Jahreszeit unterwegs ist, ist es nie verkehrt, den Feuerlöscher neben das Feuer zu stellen oder am besten gar kein Feuer zu machen. Aber auf jeden Fall einen Feuerlöscher im Auto zu haben. Und das ist eine Sache, die eben nicht zur Grundausstattung gehört. Allerdings in meinen Augen in jedes Allradfahrzeug gehört ein Feuerlöscher. Und der dritte Punkt, der auch sehr, sehr wichtig ist, ist das Bergematerial. Bergematerial ist in meinen Augen elementar, denn es kann tatsächlich passieren, dass man irgendwo stecken bleibt. Und man braucht nicht immer von vornherein die Winde, aber wenn man schon irgendwo von einem Traktor rausgezogen wird, sowas kann ja durchaus passieren, dann ist es immer gut, wenn man Bergematerial an Bord hat und vor allem sich mit diesem Bergematerial auch im Voraus vertraut gemacht hat. Denn wenn man das dabei hat und es noch nie mal getestet hat, wie man mit einer Umlenkrolle umgeht, wie man mit einem Bergegurt umgeht, ja, dann ist sowas natürlich auch nur bedingt einsatzfähig. Deswegen habt bitte Bergematerial dabei und macht euch mit eurem Bergematerial auch vertraut. Punkt Nummer 5. Und zwar geht es hier um das zu dichte Auffahren auf deinen Vordermann. Und ich kann es natürlich verstehen, wenn jemand nicht zu große Abstände lassen will, denn wir wissen auch, der Funk ist begrenzt, das ist durchaus bekannt. Es hat allerdings auch große Nachteile, gerade bei technischen Passagen, bei schwierigen Passagen, wo es wirklich steil hoch geht oder wirklich steil runter geht. Und hier auch ein kleines Beispiel aus der Praxis, was mir erst vor kurzem passiert ist. Und wir sind durch eine relativ steile Passage, sie war leicht schlammig, wollten wir hochfahren. Und ich habe ungefähr in der Mitte dieses Trails oder dieses Weges tatsächlich einen Traktionsverlust gehabt. Das heißt, ich bin hier nicht weitergekommen. Und direkt hinter mir, also einige wenige Meter hinter mir, stand schon das nächste Fahrzeug. Das heißt, ich hatte nicht mal die Möglichkeit, zurückzusetzen und nochmal vernünftig Anlauf zu holen. Das heißt, hier wäre natürlich
ein etwas größerer Abstand schlau gewesen oder praktisch gewesen, um wirklich nochmal vernünftig Anlauf zu holen. Gleiches gilt natürlich bei Abfahrten. Das heißt, generell bei technischen Passagen, wo ich die Gefahr habe, dass ich auf jemanden anderen raufrutsche, sollte ich wirklich Abstand halten oder bei Wasserdurchfahrten sollte ich wirklich warten, bis das vorangegangene Fahrzeug durch das Wasser durch ist und auf der anderen Seite an einer sicheren Stelle angekommen ist. Das hatten wir in Italien dieses Jahr. Da sind wir in einem Kiesbett unterwegs gewesen und da steckten dann auf einmal drei Fahrzeuge im Wasser drin. Und das wäre natürlich vermeidbar gewesen, wenn man nacheinander da reingefahren wäre. Aber im Nachhinein ist man natürlich auch immer schlauer. Deswegen bitte haltet Abstand, haltet nicht zu viel Abstand, aber haltet Abstand auch gerade zum Beispiel, wenn es eine Piste ist, die sehr staubig ist, ja, und die Person vor dir hält wirklich im Staub an und du fährst hinten drauf, das ist einfach keine gute Sache. Deswegen Abstand halten wäre der fünfte Tipp von meiner Seite aus. Machen wir weiter mit Punkt Nummer 6. Und hier geht es um das falsche Einschätzen der eigenen Fähigkeiten, vor allem am Anfang. Und ich bin mir dessen klar bewusst, dass die modernen Allradfahrzeuge, Bergabfahrhilfen und mittlerweile alle möglichen elektronischen Helferlein haben. Das ändert aber nichts daran, dass ein Fahrzeug ins Rutschen kommen kann, denn da bremsen tatsächlich alle Fahrzeuge immer gleich, oder dass ein Fahrzeug kippen kann. Und das ist wirklich schwierig, wenn jemand in eine blöde Situation reinkommt und auch vor allem nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Ich empfehle hier immer, im Vorfeld vielleicht mal in einen Offroad-Park zu gehen oder ein Offroad-Training zu machen. Denn wenn ein Fahrzeug wirklich einmal umgekippt ist, dann ist der Schaden im Regelfall gleich wirklich sehr groß. Deswegen hier meine Empfehlung, fangt an mit entspannten Touren in den Westalpen, die technisch nicht so anspruchsvoll sind, oder mal in Slowenien oder vielleicht auch mal nach Skandinavien, wo man mal einfach nur Gravel Roads fährt, also Schotterpisten. Das kann durchaus auch Spaß machen, ist aber anfangs noch nicht so anspruchsvoll und man kann sich hier langsam an dieses Thema rantasten. Und wir machen weiter mit Punkt Nummer 7. Und zwar hier geht es um das Thema schlechte Navigation. Und mittlerweile ist das Angebot ja weit und breit an auch Offroad-Navigationsgeräten und auch Apps, ja, die alle möglichen Funktionen haben. Und es ist, glaube ich, sehr wichtig, auch eine vernünftige Lösung hier zu haben und diese Lösung auch bedienen zu können. Denn ein Handy meistens reicht nicht aus und es erfordert vor allem auch, und das ist ganz wichtig, vor der Tour auch ein gewisses Maß an Vorbereitung, welche Routen will ich denn überhaupt fahren. Es steht immer noch mal auf einer anderen Seite, ob diese Routen dann am Ende auch wirklich fahrbar sind. Aber grundsätzlich sollte ich mich doch mit der Topografie und den Gegebenheiten und vor allem auch den Wetterbedingungen auf so einer Tour und vor allem in meinem Zielgebiet auseinandersetzen. Denn darauf stimme ich ja meine Reifen ab, meine Kleidung ab, meine Heizung ab, falls ich in ein kälteres Gebiet fahre. Und das hängt schon unmittelbar mit dem Thema Offroad-Navigation zusammen. Das bedeutet, ich mache mich wirklich im Vorfeld mit meiner Offroad-Navigation schlau, wie könnten diese Pistenverhältnisse dort eben aussehen. Und hier benutze ich für meinen Teil Gaia GPS. Das hat einen großen Vorteil. Ich kann nämlich verschiedene Karten übereinander legen, stufenlos, und kann einfach zum Beispiel eine topografische Karte über eine Satellitenkarte legen. Denn ich benutze bei der Vorbereitung von meinen Touren tatsächlich auf der einen Seite topografische Karten. Ich benutze eine Overland-Karte. Ich benutze aber auch zum Beispiel Google Earth und Google Maps. Und das sind alles Dinge, die zur Bildung einer Vorstellung beitragen. Und das empfehle ich auch, eben sich mit dem Thema Offroad-Navigation zu beschäftigen und nicht nur mit dem Fahrzeug selber. Und wir machen weiter mit Punkt Nummer 8. Und zwar geht es hier um das Thema unzureichende und schlechte Kommunikation. Und wir kennen alle diese Handfunkgeräte, die PMR-Geräte. PMR-Geräte sind grundsätzlich mal super, weil sie portabel sind, gar keine Frage. Sie haben allerdings einen großen Nachteil im Regelfall. Und zwar, sie haben irgendwann einen leeren Akku.
und mit leerem Akku funkt es sich bekanntlich sehr schlecht. Deswegen benutzen die meisten Overlander und die meisten Offroader CB-Funkgeräte und zwar mit vernünftiger Antenne. Die Antenne ist außen angebracht am Fahrzeug, das heißt, ich habe keine Störung durch das Fahrzeug, wenn ich eben mit so einem Handfunkgerät arbeite. Gerade in größeren Gruppen, wenn man mit 3, 4, 5, 6 Fahrzeugen unterwegs ist, ist es wirklich wichtig, ein vernünftiges CB-Funkgerät zu haben, das ich einstecken kann in meinen Zigarettenanzünder, um eben dauerhaft eben Strom zu haben. Denn sobald die Kommunikation in so einer Gruppe oder auch schon bei 2 Fahrzeugen zusammenbricht, ja, kann es wirklich anstrengend und schwierig werden und führt auch häufig zu einem ziemlichen Chaos. Und deswegen empfehle ich euch, kauft euch ein vernünftiges CB-Funkgerät. Wirklich von Anfang an, ihr werdet es beim Overlanden immer brauchen, wenn ihr mit anderen Leuten unterwegs seid. Punkt Nummer 9. Und zwar geht es hier um das Thema vom Trail abweichen. Und wer gerade auch schon mal in den Westalpen unterwegs war oder auch in Slowenien, der kennt es. Ja, es gibt tatsächlich Menschen, die fahren Abkürzungen und weichen vom Trail ab, ja, oder umfahren Hindernisse irgendwo durch das Kraut. Und das ist tatsächlich keine gute Variante. Denn erstens mal müssen wir nicht drüber sprechen, es ist illegal. Zweitens ist es extrem schlecht für den Boden. Und hier haben wir schon auch die Verantwortung als Offroader, uns um die Natur zu kümmern. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, Leute, bleibt auf den Straßen, haltet euch übrigens an entsprechende Verbotsschilder, ja, und fahrt nicht wirklich den ganzen Waldboden zusammen, sondern macht wirklich Dinge, die erlaubt sind und versucht möglichst den Flurschaden im Zaum zu halten. Hier auch nochmal ein kleines Beispiel. Ja. Wir haben Touren in Frankreich, da ist man tatsächlich viel auf Erdboden unterwegs oder auf Feldwegen. Und man hat die Möglichkeit, so einen Feldweg auf 2 Arten und Weisen zu fahren. Variante 1, man bleibt in den durchaus glitschigen Spuren drin. Oder aber Variante 2, man fährt eben versetzt, nämlich über die Grasspur. Und es ist, solange es die Bodenfreiheit erlaubt, immer schlauer in den Spuren zu bleiben. Warum? Ganz einfach, weil hier bleibst du auch dauerhaft in der Spur. Sie hält dich so ein bisschen wie auf einer Schiene. Und zweitens, du vermeidest zusätzlichen Flurschaden. Wenn du nämlich parallel versetzt fährst, also auf der mittleren Grasnarbe und rechts dann eben halb im Feld drin, ja, dann können 2 Dinge passieren. Entweder du rutschst bei nassem Wetter wieder in die Spur rein oder aber, noch viel schlimmer, du rutschst auf der anderen Seite zum Beispiel ins Feld rein oder den Berg runter. Und deswegen, Leute, bleibt bitte in der Spur, okay, und versucht diesen Schaden an der Natur einfach maximal gering zu halten. Das ist wirklich wichtig. Haltet euch einfach hier an die Gesetze und schont die Natur, wenn es eben geht. Punkt Nummer 10. Und jetzt kommt mein Lieblingsthema, denn es ist das Thema Reifendruck. Es ist immer so ein bisschen Diskussionspunkt, ja, wie viel Reifendruck man denn eigentlich fährt. Und viele sagen, naja, Reifendruck und so, da will ich eigentlich keinen rauslassen. Das ist blöd, weil wenn man dann doch mal auf einer Schnellstraße fährt, dann braucht man ja Reifendruck und dann ist es voll aufwendig, den wieder reinzumachen. Und es ist ein großer Fehler in meinen Augen, seinen Reifendruck vor der eigentlichen Allradfahrt nicht zu reduzieren. Denn mit geringerem Reifendruck hat man nicht nur bessere Traktion, man hat zusätzlich auch einen viel, viel geringeren Verschleiß im Fahrwerk. Und das zahlt sich natürlich auf Dauer, wenn man viel Piste fährt oder viel Offroad fährt, natürlich aus, wenn man seinen Reifendruck senkt. Denn naja, alles, was eben der Reifen wegschluckt, das muss nicht mehr das Fahrwerk wegschlucken. Und zusätzlich ist es viel, viel, viel bequemer, mit einem reduzierten Luftdruck im Reifen zu fahren. Jetzt werden viele von euch fragen, welchen Reifendruck würdest du denn empfehlen? Und ich finde, das ist wirklich schwierig, denn es hängt natürlich auf der einen Seite vom Fahrzeug ab, auf der anderen Seite aber auch vom persönlichen Empfinden. Und aber als Faustformel kann man sagen, also im matschigen, steinigen Terrain bewege ich mich irgendwo zwischen 1 und 2 Bar. Wenn ich zum Beispiel in den Westalpen unterwegs bin und viele Pisten fahre, dann bin ich irgendwo bei 1,8 Bar.
Wenn es wirklich gröber wird, lande ich bei 1,6 Bar. Wenn es matschig und sandig wird, bin ich irgendwo so bei 1,4 Bar. Und wenn es wirklich rein Sand ist, zum Beispiel weicher Sand am Strand oder in der Sahara, dann empfehle ich irgendwo was um die 1 Bar. Kenne aber Leute, die fahren hier auch mit 0,8, 0,7, 0,6 Bar. Das ist für den Reifen technisch möglich. Wenn es aber zurück auf die Straße geht, würde ich nicht unter 1,8 Bar fahren, wenn ich wirklich auf der Autobahn fahre, mehr als 2 Bar idealerweise im Reifen zu haben. Warum? Durch die Walkarbeit, ja, die der Reifen dann am Ende auch vollbringt, wird er sehr heiß und wenn du Pech hast, zerlegt er sich. Aber wer über 2 Bar fährt, der ist auf jeden Fall auf der sicheren Seite auf der Autobahn, hat hier auch nichts zu befürchten. Also Fazit aus diesem Bereich, bitte beim Offroad-Fahren Reifendruck reduzieren. Machen wir weiter mit Nummer 11. Und zwar geht es hier um die falsche zeitliche Einschätzung meines Tagesablaufs. Und hier auch ein praktisches Beispiel aus Marokko. In Marokko gibt es den Plage Blanche, also den weißen Strand. Das ist eine Passage, die ist ungefähr 100 Kilometer lang am Atlantik. Die kann man da wirklich komplett Offroad fahren. Ist wunderschön, kann ich nur jedem empfehlen, der mal nach Marokko geht, den Plage Blanche zu fahren. Und wenn man jetzt rechnet und sagt, okay, auf einem Strand, auf dem härteren Bereich kann man so ungefähr 100 fahren, dann braucht man für den Plage Blanche so rund eine Stunde, vielleicht 1,5 Stunden, wenn man Stopps macht. Und das war auch ein fester Bestandteil unserer Tour, nur habe ich eine Sache nicht eingeplant, nämlich die 3-stündige Piste, die es zu bewältigen gilt, bis man am Plage Blanche ist. Denn man fährt nicht von der Asphaltstraße auf den Strand, sondern da ist noch eine ganze Menge Gravel Road, also Offroad-Piste zwischendrin. Und das war ein eigener Fehler wieder, aus dem ich gelernt habe, eben zu sagen, okay, es können einfach Dinge anders laufen zeitlich. Deswegen empfehle ich euch, Leute, plant wirklich genug Zeit ein und plant auch ein, dass ihr möglicherweise an diesem Tag nicht so weit kommt, wie ihr es eigentlich wollt. Das heißt, ein großer Faktor, den viele unterschätzen, ist der Faktor Zeit. Und deswegen ist es auch schlau, immer ein gutes Camping-Setup dabei zu haben oder einen Plan B oder Plan C, wo man eben übernachten kann. Das bedeutet für euch, Zeitplanung besser organisieren. Und wir kommen zu Punkt Nummer 12. Und jetzt kommen wir zu Punkt Nummer 12. Und zwar ist es das Thema mangelndes Verantwortungsbewusstsein gegen der Natur und der Umwelt. Und ich weiß, das klingt jetzt wie eine Sache, die man ständig hört, aber es ist tatsächlich keine Selbstverständlichkeit, dass die Menschen ihren Müll selbst mitnehmen. Und das sieht man ja auch ganz häufig irgendwo, ich sag mal, nahe von Rastplätzen, dass wirklich irgendwo da das Geschäft vollrichtet wird und dann am Ende das Toilettenpapier auch noch dort landet. Und das ist wirklich sehr unangenehm und ich empfehle wirklich, nicht nur das eigene Toilettenpapier mitzunehmen oder zu vergraben, das wäre die Alternative, oder eine Campingtoilette zu haben, wäre auch noch eine Möglichkeit, sondern darüber hinaus auch unter Umständen mal den Müll mitzunehmen, den andere Leute dort hinterlassen. Verlasst eure Plätze bitte immer etwas sauberer, als ihr sie vorgefunden habt, denn dann können wir auch gewährleisten, dass wir langfristig unser Hobby, unseren Sport weiter eben so ausführen können, wie wir ihn heute ausführen. Das heißt, Umweltbewusstsein ist eine ganz wichtige Sache. Sie wird immer wichtiger. Zumindest haben wir in Europa hier ein sehr, sehr gutes Bewusstsein dafür. In Afrika sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders aus, das weiß ich. Nichtsdestotrotz, bitte nehmt euren Müll mit, ja, und nehmt auch gerne mal den einen oder anderen Müll mit, den ihr irgendwo findet, ja, wenn es kein Riesenaufwand ist. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite und wir können gewährleisten, dass eben langfristig unsere Tracks offen bleiben und wir viel Spaß noch mit unseren Offroad-Touren haben können. So, und das waren die 12 gängigsten Anfängerfehler beim Offroad-Fahren. Und wenn ihr noch weitere Tipps habt, die ihr empfehlen könnt, wo ihr sagt, das ist definitiv noch ein 13., 14., 15. Punkt, dann schreibt das doch gerne in die Kommentare. Von meiner Seite aus kann ich nur sagen, abonniert den Kanal, wenn ihr weiter Tipps zu dem Thema haben wollt.
Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch immer allzeit gute Fahrt und genug Platz unterm Differential. Bis zum nächsten Mal, euer Alan.